So, glaube, ich muss mal kurz eine Pause machen. Pipi-Pause und irgendwie mal kurz Nase putzen, sonst hängt die mir hier gleich auf der Tastatur. Gebt mir 5 Minuten, dann bin ich auf jeden Fall gleich wieder da. Und dann machen wir noch ein bisschen weiter. Ihr könnt mir ja schon mal irgendwie hier in den Chat schreiben, wo ich hin muss, wenn ihr es wisst. Ich möchte jetzt eigentlich ungern irgendwie googeln oder so. Also falls ihr es gespielt habt und wisst, wo ich hin müsst, dann sagt mir Bescheid. Ich bin kurz weg. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Konnten zwei Leute nicht 5 Minuten warten? Mensch. Und mal kurz auf Toilette muss. Mensch. Ich bin gerade wenig motiviert weiterzuspielen, weil mich das echt nervt, dieses Weggelaufe. Da ich auch noch keine Tipps im Chat habe, was ich machen soll, werde ich jetzt einfach weiter mein Glück versuchen. Ach.
Da ist schon wieder der nächste. Oh Gott, ey. Also, ich sollte in die Scheune rein. Was für mich heißt, dass ich da auch irgendwo durch muss. Wahrscheinlich ist da noch irgendeine Ecke, wo ich runterkriechen kann, reinkriechen kann, hochklettern kann oder irgendwas, was ich jetzt wieder übersehen habe, weil ich so hektisch bin. Opa sitzt hier immer noch und brabbelt vor sich hin. Ich muss jetzt auch gerade mal das Fenster aufmachen, weil mir so warm war, weil ich mich so aufgeregt habe. Geh weg, Alter. Geh weg. Oh, ich wünschte so sehr, ich hätte irgendeine Waffe, ne? Ich würde die alle. Alle weg. Blöden, fiesen Eingeborenen hier. Die alle umhauen. Ich muss da bestimmt auf den Dachboden oder so ein Scheiß. Irgendwas, was ich wieder nicht sehe. Ich finde das auch ganz, ganz furchtbar. Ich meine, das ist realistisch. Aber ich finde es ganz. Kann ich hier durch? Nee. Aber ich finde es ganz furchtbar, dass die sich auch so frei und so unberechenbar bewegen, die Typen. Dass man das einfach so null abschätzen kann, wann die jetzt wo sind. Das stresst mich total, weil ich habe bis jetzt kein Spiel gespielt, wo das so ist. Und ich muss sagen, dass ich da ziemlich schlecht mit klarkomme. Nein, nicht aufstehen. Kannst ja gleich winken. Wenn ich da jetzt reingehe, laufe ich ihm doch voll in die Arme. Macht doch überhaupt keinen Sinn. Jetzt stehe ich hier nämlich. Jetzt weiß ich nicht, ob der gleich wieder rauskommt oder nicht. Ja, der kommt nämlich gleich wieder raus. Was ist denn das? Kann ich dem nicht einfach eine reinhauen? Jetzt hänge ich hier wieder irgendwo fest. Oh Mann, ey. So ein Scheiß. Ah, lol, da ist eine Tür. Das wäre ja jetzt auch wieder zu einfach gewesen. Ja, nun lad doch nach, Junge. Ja, hier komme ich dann raus, wo der Opa sitzt, ey. Das ist auch nicht so klug. Ich habe gerade irgendwie 3 Sekunden oder so nicht geatmet. Mann, ey. Mein Dreck. Hier komme ich ja auch nicht durch, ne? Da muss ich aber, glaube ich, eigentlich hin. Ich weiß aber nicht, wie. Die Tür da ist nicht offen. Ich muss wahrscheinlich das Ding darüber schieben, um da hoch in den. Oh Gott. Ich glaube, das wird richtig ätzend. Ich habe das Gefühl, das hat nichts gebracht. Wo soll ich denn das Ding hinschieben? Ja, oh Gott. Ah. Dreck.
einfach hier oben. Das wird schon passen. Ich wohne jetzt hier. Warum blinken dieses Ding so? Was war das jetzt wieder? Januar. Drei weitere wurden heute zu den Beuligen geschickt. Ihre Wunden waren zum Verbergen. Was? Ihre Wunden waren zum Verbergen zu Florid? Florid? Hallo. Alle zusammen hatten 7 Kinder, welche Papa Knott in meine Obhut übergab. Ich habe nun über 40 Waisenkinder bei mir, welche mich verzweifelt lieben, wie nur ein Kind es kann, welches von Eltern verlassen wurde, die es einst für so natürlich und selbstverständlich wie die aufgehende Sonne hielt. Und ich liebe sie, denn ich werde niemals selbst Kinder haben, doch habe so viel Liebe zu geben. Selbst wenn Gott sie verlässt, werde ich sie trösten und führen. Was bedeuten diese Träume? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was hier überhaupt irgendwas bedeutet gerade. Wie das auffällig blinkt. Nom nom. Nom nom. Das ist aber nicht so schön, du. Was hat mir das jetzt gebracht, dass ich die hier reingezogen habe? Ich kann jetzt hier lang balancieren, ja? Und dann? Oh Gott. Ich halte das alles für keine gute Idee. Also genau, wo ich bin, das ist immer schön zu wissen. Sollte ich jetzt weglaufen oder so? Oh Gott. Ach, nicht schleichen, laufen. Idiot. Ich möchte hier gerade einfach nur kurz weg. Oh, ist eine Statue. Ich dachte, das ist die Olle wieder. Ich dachte, die hackten nur meine Eier wieder ab. Ich hätte die Tussi, die sie da auf mich geschleudert haben, wahrscheinlich filmen müssen, ne? Ja gut, habe ich jetzt nicht. Shit happens. Geist Jesu, mach mich bereit. Vater Knott. Ich nenne ihn übrigens absichtlich so. Leite meine Erlösung. Blut Jesu, gib mir von deinem Wein. Durch das getrennte Auge lass mich sehen. Engel des Herrn, leih mir dein Schwert. Gnädiger Jesus, erhöhe mein Gebet. Erhöre. Heile mich in deinen Wunden. Halte mich an dich. Schütze mich vor dieser Welt. Und bereite mich auf des Teufels Stunde in der Gemeinde Temple Gate. Auf das ich deine Schöpfung schütze, bis du mir Frieden schenkst. Amen. Ja. Das wird immer schöner hier. Plötzlich ist hier wieder dichter Nebel und ich sehe wieder gar nichts. Wird immer schöner. Da ist wieder irgendein Licht. Warum ist da ein Licht? Ist wieder irgendein Heini? Nee, ist eine Laterne. Okay. Okay, die Aliens sind wieder da. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Aliens sind. Okay. Aliens, die kleine Vögelchen töten. Wunderschön. Wunderschön. Ich weiß auch gar nicht, an was mich das erinnert. An irgendeinen Film? Oder an irgendein anderes Spiel? Wo es immer, wenn es so hell wurde,